Ja Jungs, es ist wieder mal soweit, nach 24 Stunden mache ich das nächste Video, denn der EA-Praktikant hat mal wieder extrem viel böse Dinge bzw. SCHEISSZE gebaut. Ja, wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in diesem Video. An die smarteste Community auf YouTuber, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal zum nächsten Retalk. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Retalk über EA überhaupt hochladen soll, kann oder darf oder muss, weil EA bringt innerhalb von 2 Tagen den nächsten richtig, richtig groben Fehler. Es geht um den Player of the Month Sancho, der gestern veröffentlicht wurde, und darüber wollen wir heute ein Stück weit reden. Ganz, ganz wichtig, ich möchte natürlich gerne auch eure Meinungen unten in den Kommentaren haben. Diskutiert gemeinsam, ich werde mir alles durchlesen, vielleicht ab und zu auch mal meine Wertung bzw. mein Kommentar dalassen. Also schreibt alles unten rein und schreibt mir euren Standpunkt der Dinge gerne unten mal rein. Das hat ja gestern sehr, sehr gut geklappt. Manche Dinge natürlich, klar, es gab ein bisschen Kritik, keine Frage, aber ich finde es gut. Ja, und ich nehme die Kritik natürlich sehr, sehr gerne zu Herzen, beziehungsweise höre sie mir auch sehr gerne an. Wenn euch das ganze Video gefällt und ihr sowas vielleicht mal öfters haben wollt, vielleicht, dass wir mal alle 2-3 Monate zu meinem Standpunkt bringen, was ich jetzt insgesamt so von FIFA zurzeit halte, und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier die 1000 Likes schaffen. Vielen, vielen Dank schon mal für den Support. Falls du die Videos siehst und noch kein Abonnent bist, kannst du das sehr, sehr gerne kostenlos tun. Einfach unten abonnieren. Würde mich natürlich sehr gerne unterstützen. Ab 150.000 Abonnenten, Jungs, gibt's die Malle-Party live im Stream, Jungs. Ich würde mich riesig freuen. Des Weiteren, ja, gibt's eigentlich nichts weiter zu sagen. MMOGR sollte klar sein, und in der Videobeschreibung, denkt dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Videounterstützung von OneFootball oder in Kooperation. Und damit wollen wir direkt mal reinstarten in die ganze Sache. Ihr seht im Hintergrund natürlich die Jordan Sancho SPC, die wir ja gestern schon als Video hochgeladen haben, beziehungsweise auch abgeschlossen haben. Ich sehe es übrigens auch nicht ein, das Video jetzt runterzunehmen. Ihr könnt euch, sagen wir es mal so, ihr könnt euch aus diesem Video vielleicht einen kleinen Vorteil verschaffen. Wieso, weshalb, warum, sage ich gleich. Was ist passiert? Und zwar, der POTM von Sancho ist rausgekommen. 84er Rating, richtig schöne Karte, jetzt nicht mit den besten Schusswerten, keine Frage. Bekommt aber, denke ich mal, ein Winter-Upgrade, bedeutet, der POTM kann auch sehr gerne mal nach oben gehen. Aber er war als linker Mittelfeldspieler aufgeführt. Und dieser linke Mittelfeldspieler, den habe ich natürlich abgeschlossen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir vielleicht gedacht, da ja die Food Champions Karte RM ist, haben sie gesagt, gut, machen wir den halt LM, auch wenn es komisch ist, aber da hätten wir halt verschiedene Special-Karten, die halt da perfekt passen. Hätte ich gesagt, okay, gar nicht mal so schlecht, da kann man rechts halt zum Beispiel mit Mbappé gehen. Links könnte man mit Hazard gehen oder was auch immer. Es wird auf jeden Fall kreativer, das Team, es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Wir haben die SPC insgesamt für 50.000 abgeschlossen. Dazu nochmal zu sagen, zwecks des Videos gestern, ich habe gesagt, der günstigste POTM aller Zeiten. Ihr habt recht, Lukas war definitiv billiger, aber ich prophezeie, beziehungsweise ich sag's euch immer jede Woche wieder, auch in Streams, holt euch diese Abstoßinfos. Und Abstoßinfos, wie zum Beispiel so ein Schäfler oder wie der Ganze heißt, wie zum Beispiel so ein Eggestein, hättet ihr euch mitnehmen können. Und dann hättet ihr für die SBC fast nicht mal 40.000 bezahlt. Ja, aber das ist ja auch völlig egal. Im Endeffekt ist es jetzt egal, weil die SBC ja sowieso gerade nicht mehr da ist. Denn wir haben den abgeschlossen und 2 Stunden später schreibt mir der gute Bernie, was ist denn jetzt los mit EA? Ich sowieso, ich war gerade schön ganz entspannt zum Rewe hochlaufen, was zu essen holen. Ja, EA hat die SBC wieder rausgenommen. Ich so, wie jetzt schon wieder? Und ja, dann habe ich auf Twitter geguckt und EA hat die SBC rausgenommen. Angeblich, was ich so gelesen habe auf Twitter, weil halt Sancho eine falsche Position hatte. Also LM statt RM. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe noch nicht nachgeguckt, behalte ich erstens meinen Sancho. Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste. Wir gehen mal ganz kurz, ich gehe ganz kurz nur mal, dass ihr seht es zwar nicht, aber ich gehe mal ganz kurz rein in die ganze Sache und gucke einfach mal, ob ich diesen Sancho habe. Wenn ich diesen Sancho behalte, ist es erstens passiert, dass ich, gut, ich habe Sancho noch, erstens kommt er, bleibt er als LM, zweitens darf ich den nochmal abschließen, kommt er dann als RM, oder drittens wird er von dem LM zu einem RM. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit den Leuten, die jetzt ihre SBC abgeschlossen haben, aber die noch nicht fertig war? Was ist mit den Leuten, wo man sagt, man hat die SBC gemacht, weil er LM war und die Position Change Karte cool fand und wenn man RM ist, den eigentlich gar nicht spielen möchte? Gibt es in irgendeiner Art und Weise Schadensersatz von EA? Das Ganze steht noch nicht wirklich fest. Ich hoffe es, dass es kommt. Ja, weil dann
wäre es sonst eine richtige Katastrophe. Die Leute, die zum Beispiel jetzt auch wieder investiert haben oder die ihre Invests noch nicht verkauft haben, weil sie gedacht haben, wir warten noch ein bisschen, vielleicht steigen die Investments zwecks Informs, deutsche Informs, die sind natürlich jetzt auch wieder, ja, ein bisschen verärgert, kann ich mal ganz gut sagen. Ich gucke gerade mal, was Eggestein gerade kostet. Für andere Trader könnt ihr es natürlich so machen, relativ clever, die SBC wird vielleicht irgendwann wieder kommen. Der Hype wird dann aber nicht mehr so groß sein. Eggestein kostet immer noch 37k. Wenn die Spieler aber fallen sollten, wieder auf ihre 20, 15k, weil man weiß ja nicht, ob die SPC nochmal kommt. Also sie haben es geschrieben, er wird nochmal kommen. Bloß wann ist die Frage. Und da kann man natürlich versuchen, vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise vielleicht ja zu investieren. Kann natürlich aber auch sein, dass es komplett in die Hose geht. So wie wir es halt die letzten zwei Tage erfahren haben von EA. Des Weiteren, was natürlich noch wieder nicht ging, ist, dass sie einfach ohne vorherzusagen wieder ihre Plan umgesetzt haben. Das große Problem finde ich oder sehe ich bei EA, dass sie nicht mit der Community reden. Ja, ich meine, das LM oder RM ist ja erstmal völlig egal. So stark hat es den Markt nicht beeinflusst. Bei den Icon SBCs, okay, gut, da haben sie schnell gehandelt, aber man könnte doch wenigstens sagen, passt auf, in ein, zwei Stunden die Karte ist halt einfach LM, sollte aber eigentlich RM sein. Aber wenn sie diese Karte natürlich auch neu rausbringen als RM und die LMs zu RMs werden, dann kann man das doch eigentlich, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich bin kein Informatiker, so umprogrammieren, dass die LMs zu RMs werden, auch wenn sie es jetzt schon sind. Ja, und vielleicht kann man dann die SBC vielleicht ein Stück weit andersweitig programmieren oder was weiß ich. Ja, alles nur Vermutungen. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade, dass EA da nicht mit uns als Community spricht. Und ich denke, viele von euch, die jetzt die SBC gemacht haben, die vielleicht gesagt haben, komm, wir schließen eine oder zwei SBCs ab, weil ich die machen konnte. Die dritte, da warte ich jetzt noch 11 Tage und hoffe, dass die Spieler günstiger werden. Ja, die haben die SBC gemacht, 2 von 3, und können die dritte nicht abschließen, weil diese SBC gerade nicht mehr vorhanden ist. Was sie ja jetzt macht, bringt sie die gleichen Voraussetzungen, weil wenn sie die gleichen Voraussetzungen bringt, müssten sie eigentlich mitbekommen, dass diese Spieler natürlich auch Investments werden, ne? Und die natürlich steigen könnten. Zweitens bringen sie neue Requirements raus. Das bedeutet natürlich, man muss sich komplett umstellen. Was ist mit den Coins, die wir jetzt so verloren haben? Kriegen wir die in irgendeiner Art und Weise zurück? Klar, es ist geil, den POTM jetzt zu haben, keine Frage. Aber ich muss euch ehrlich sagen, klar, ich hätte ihn gemacht als YouTuber, habe ich ja auch so gesagt, ich will eh der SBC machen, aber ich muss persönlich auch sagen, wäre sie RM, hätte ich sie wahrscheinlich, wenn ich kein YouTube machen würde, nicht gemacht, weil LM ist eine coole Position Change Karte, als POTM finde ich geil, dass sie das gemacht haben, aber es kann halt einfach nicht sein, dass sie mittlerweile, man muss es ja wirklich sagen, sie haben in FIFA 19 alles, für mich persönlich, alles wirklich richtig gemacht. Patches waren gut, also ich habe jetzt nichts gegen die Patches irgendwie gemerkt und dass es nicht mehr besser wurde. Sie haben auf die Community gehört, sie haben täglich Uploads gebracht, beziehungsweise SBCs und so weiter und so fort. Und innerhalb von 2 Tagen zerstören sie halt ihr komplettes Bild. Und das ist halt bitter, das ist halt absolut bitter. Und ich weiß nicht, wenn man SBCs bringt, dann muss man sich doch davor irgendwie im Klaren sein, wenn man schon mal einen Fehler begangen hat, einen Tag davor, dass man wirklich versucht nachzudenken und vielleicht alles nochmal 4-5 Mal drüber schaut, dass es vielleicht besser wird, ja. Natürlich ist es schade, dass das jetzt rausgenommen wurde, viel, viel schlimmer finde ich aber, dass die Icon SBCs rausgenommen wurden, ne? Und heute Abend einfach gar nichts kam von EA, absolut gar nichts, keine neue Icon SBC, ich denke in einem Tag kann man das auf jeden Fall machen, nichts, es gab nicht mal mehr was mit zum Footswap-Deal, es gab nichts zum Top-Partien, andere SBCs, Flashback-SBCs, POTM kam, wurde rausgenommen, 19 Uhr gab es nichts weiter, wo man sagen kann, der tägliche Content wurde dahingehend gewährt. Finde ich persönlich schade. Und ich muss persönlich echt sagen, puh EA, bitte, 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 setzt eure Praktikanten nicht darauf an, was ihr jetzt macht, weil dann wird es richtig böse aussehen. Ja, weil 2 Fehler in 2 Tagen ist schon enorm. Wir wissen genau, jeder Mensch macht Fehler, absolut gar keine Frage. EA ist aber ein Riesenkonzern. Es werden wahrscheinlich, wenn die SBCs getroppt werden, ne, weiß nicht, wie viele Leute drüber schauen, über diese SBC. Vielleicht nochmal zu gucken, ob da alles stimmt. Da kommt der und der rein, da kommt der und der rein, da kommt der Vorsitzende und sagt, das passt so, wird abgestempelt, kam, können wir raushauen als SBC um 19 Uhr, fertig, aus. EA ist ein Riesenkonzern. Und auch wenn Menschen Fehler machen,
ich denke, dass diese Sachen, die jetzt hier gemacht wurden, allgemein die SPCs, werden nicht nur von einem einzigen Menschen gemacht. Da wird, denke ich mal, trotzdem drüber geschaut. Und dass dann 3-4 Leute denselben Fehler nicht entdecken, ist halt persönlich sehr, sehr schade. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich persönlich bin gerade, ja, ich finde es einfach nicht gut, dass das so passiert ist. Und es gibt viele Leute, die dadurch halt wirklich ein sehr, sehr schlechtes Bild wieder auf EA werfen, obwohl sie eigentlich alles richtig machen und durch 2 einfache kleine Fehler dieses ganze Bild wieder zerstört wird, weil dann sagt wieder, EA ist ein Saftladen, EA kann nichts oder sonstiges. Für mich persönlich hat EA, wie gesagt, alles richtig gemacht, absolut kein Front in dieser Sache, aber die letzten 2 Tage waren halt einfach, was EA anging, eine absolute Katastrophe und ich denke, ihr könnt mir da vielleicht doch ein Stück weit recht geben. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich möchte auch nicht rumjammern, ja, absolut gar nicht. Ich habe für 50k den Sancho gemacht, nicht mal 50k, habe den als LM und so weiter und so fort. Mir geht es halt eher darum, was ihr davon habt, was Leute wie ihr sozusagen denkt, die halt jetzt nicht die Zeit hatten, den POTM zu machen, nicht die Zeit hatten, vielleicht irgendwelche Invests zu verkaufen oder andere Sachen. Selbst mein Mitbewohner oder sonst wer oder Hansus oder sowas. Das ist halt immer so allgemein so Leute, die halt jetzt nicht unbedingt 24/7 gefühlt, ja, in Anführungszeichen, vor der Konsole sitzen und die Möglichkeiten haben, die jetzt von Arbeit wiederkommen, vom Training oder was auch immer. Schreibt mir gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Mir geht es halt echt darum, dass ich dann euch sehr gut verstehen kann, dass ihr halt sagt, EA kann nichts, obwohl ich immer wieder sagen muss, EA hat sehr, sehr viel dieses Jahr richtig gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinungen unten in die Kommentare, lasst uns zusammen diskutieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch ein wundervolles Wochenende. Ich weiß nicht, ob heute noch ein zweites Video kommt. Kann sehr gut sein. Zwecks Black Friday. Da kam jetzt die letzten 2 Tage absolut gar nichts. Liegt einfach daran, ich wollte ein Stück weit zurückschrauben. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob morgen früh United noch kommt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, zwecks aufnehmen. Guck mal einfach mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Danke, danke, danke für euren Support. Herz geht raus. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.